Teinacher Mineralwasser, einzigartig mineralisiert, neutralisiert die Geschmacksnerven und macht sie so viel aufnahmefähiger für die Aromen kulinarischer Erlebnisse. Teinacher, vergrößer den Genuss. Herzlich willkommen bei Schmeck den Süden Fernsehen. Wir sind zu Gast im Ringhotel und Schmeck den Süden Gasthof zum Kreuz in Steinheim. Seniorchef und Küchenmeister Hans Henner bereitet für Sie heute seinen Lamm-Eintopf Schäferglück zu. Das Lammfleisch für den Eintopf besorgt sich Küchenmeister Henner von dem Schafhof Smietana. Der nur wenige Kilometer entfernte Hof der Familie Smietana hat sich auf die Haltung des regionalen Ostalblamms spezialisiert. In der Küche wird zunächst ein Lammfond vorbereitet. Hierzu geben Sie Butterschmalz in einen Topf und braten Lammknochen und Parüren leicht an. Da wir einen klaren Fond möchten, müssen Sie darauf achten, dass die Lammknochen und Parüren nicht zu scharf angebraten werden. Geben Sie als nächstes Zwiebeln, Karotten und Sellerie dazu und lassen alles etwas angehen. Als Geschmacksträger können Sie zusätzlich Zitronengras, Knoblauch, Lorbeerblätter, zerdrückte Wacholderbeeren und schwarzen Pfeffer beigeben. Nachdem Sie das Ganze mit kaltem Wasser abgelöscht haben, lassen Sie es bei schwacher Hitze köcheln. Durch ein stetiges Abschöpfen des Schaums an der Oberfläche erhalten Sie einen schönen, klaren Lammfond. Für die Fertigstellung des Schäferglücks braten Sie als nächstes die in Würfel geschnittene Lammschulter in Butterschmalz leicht an. Würzen Sie nach Belieben mit Salz und Pfeffer und löschen Sie anschließend die angebratene Lammschulter mit dem Lammfond ab. Geben Sie Kümmel, Knoblauch und Zitronengras mit hinzu. Das Ganze dann 45 Minuten leicht köcheln lassen. Nach den 45 Minuten ist das Lammfleisch fast gar. Nehmen Sie nun das Zitronengras heraus und mengen Weißkraut, Kartoffeln und Karotten unter. Alles nochmals 20 Minuten köcheln lassen und abschließend die bereits abgekochten grünen Bohnen hinzugeben. Fertig ist das Schäferglück. Viel Spaß beim Nachkochen. Und einen guten Appetit wünscht Ihnen Küchenmeister Hans Henner vom Ringhotel und schmeckt den Süden Gasthof zum Kreuz in Steinheim. Noch mehr Genuss? Teinacher präsentiert. Saisonale Kulinarik, Genießerrezepte, Weinempfehlungen, Restaurant-Tipps und vieles mehr auf www.ausgezeichnetgenießen.de.